Herzlich willkommen zu Neues aus den USA mit Frau Dora, Ausgabe Nummer 16. Where will you go when the party is over? Und wir begrüßen nicht nur euch, sondern Nikola, den Digital Soldier in Belgrad, Börsenwolf Wolfgang Ceder, unser werter Heinrich Götze und die fesche
Jenny. Eine Augenweide heute wieder mal. Wahnsinn. Ich möchte mal einsteigen mit einem Thema, das so in diversen Gruppen die Runde gemacht hat, nämlich dass der Papst tot wäre. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Denn es ist einfach, Leute, ich sage nur, prüft die Quellen selber. Also ihr seht jetzt hier, Vatikan Blackout, Papst wegen Anklage gegen Kinderhandels und Betrugs verhaftet. Ja, das klingt natürlich super und da, alle da, was ist da los und tralala. Und dann klickt man diesen Link an, ja. Und dann kommt man schon, Moment, jetzt muss ich wieder Bildschirm wechseln, das ist leider ein bisschen kompliziert. So. Dann kommt nämlich das. Mann wegen Drogen- und Kinderpornomenschenhandel verhaftet in Limestone, Alabama. Ja? Also aus der Papstverhaftung wird dann ein sexual-drogensüchtiger Triebtäter mit Menschenhändler in Alabama. Ja? Drum Leute, checkt die Quellen. So viel möchte ich euch nur sagen. Es ist ein Wahnsinn. Es ist nämlich nicht der Papst verhaftet worden, es ist sein Leibarzt gestorben, das kann man sagen. Aber jetzt möchte ich mal in die Runde fragen, ich meine, wie bewertet ihr das? Heinrich, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Also erstmal einen guten Abend alle zusammen. Wie gesagt, ich habe das ja auch gesehen und in vielen Telegram-Kanälen geht das um. Und ich habe diesen Klick gar nicht getan, weil ich habe es irgendwie zwischen den Zeilen schon gleich bemerkt, weil die Überschrift in anderen Kanälen war, eventuell ist der Papst verhaftet worden. Und wenn die alternativen Medien jetzt schon so eine Formulierung benutzen, wie es der Mainstream macht, eventuell oder es könnte sein oder es wird vermutet, dann weiß ich, dass wir in dem alternativen Bereich auch einen großen Fehler begehen, denn dann geht es anscheinend nur um Sensationen anstatt um definitiv echte Meldungen. Und das ist ein großer Fehler, den die sogenannten Aufklärer machen. Also ich würde keine Meldung raushauen, wo es heißt, eventuell ist, das macht keinen Sinn. Definitiv nicht, weil da begeben wir uns auf das Terrain des Wordings der Mainstream-Medien. Halte ich für Blödsinn. Warum? Will ich auch erklären. Wir alle sind hier in einem Gefühlsbad, heiß und kalt, Wechselduschen von himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Wir hoffen alle, dass was passiert und hoffen im Prinzip, dass solche Meldungen wahr werden oder wahr sind und werden dann umso mehr enttäuscht, wenn das dann nicht der Wahrheit entspricht, wenn das Gegenteil der Fall ist. Da kriegst du also auf dein himmelhoch jauchzend Gefühl, was du vielleicht entwickelst, während du diesen Beitrag liest, 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später die eiskalte Dusche. Und dadurch verlierst du das Vertrauen in die ganzen Meldungen und das nährt den Zweifel an der gesamten Geschichte. Ja, das nährt den Zweifel, weil dieses Misstrauen, was dadurch entsteht, überträgt sich automatisch auch vielleicht auf wahrhaftige Dinge, weil du dann auch sagst, Mensch, das ist, kann ich mir alles nicht mehr so vorstellen, passt nicht mehr so. Und darum sollten wir uns wirklich eine andere Gangart zulegen. Q selbst hat das in einem Drop mal selber zur Sprache gebracht. Er hat gesagt, liebe Patrioten oder liebe digitale Soldiers, interpretiert nicht zu viel rein in viele Posts oder überinterpretiert nicht, weil damit richtet er letztendlich mehr Schaden an, als dass er Gutes anrichtet. Da hat der Mann weise Worte formuliert. Ja, also ich finde es auch heftig, manche Telegram-Gruppen, da wirst du wirklich mit 100 Posts am Tag zugeballert und die teilen das dann, geile Headline, und muss ich gleich weiter posten und prüfen das nicht. Wenn ich da in so gewissen Gruppen mir die Hälfte der Beiträge mal genau anschaue, dann komme ich drauf, dass wirklich die Hälfte ein Blödsinn ist. Ja?
Wolfgang, Jenny. Wolfgang, du bist dich entmutet. Ja, ja, nein, ich bin damit natürlich auch konfrontiert. Ja? Ich habe immer meine Probleme mit Intel, Dina Kronecke, ja, berichten. Ja? Soll ich da was ernst nehmen? Soll ich was nicht ernst nehmen? In der Zwischenzeit ist es so, dass ich natürlich die Schreiberlinge kenne. Ne? Also da haben wir es ein bisschen einfacher, weil ich kenne die jahrelang und wenn jahrelang einer am Blödsinn redet, die Gurus, ne, die typischen Guru-Berichte, die kannst du halt nicht ernst nehmen. Ne? Ja, ich bin aber weniger auf dem anderen Sektor tätig, weil ich Facebook ganz einfach ablehne und diese ganzen Sachen ganz einfach nicht akzeptiere. Aber ich bin damit konfrontiert und versuche ich versuche es nicht in Fallen zu treten, aber ich bin tatsächlich auch schon in Fallen getreten. Ganz arg und mache mich, hab ich glaube, mir wird schlecht. Ich habe mich dann auch gleich sofort entschuldigt. Überall. Immer gleich geschrieben, dass mir das passiert ist und man darf das nicht weiterlaufen lassen. Wann sowas passiert, muss man das sofort stoppen. Ja, ich bin wirklich davon mit dem konfrontiert. Ja, ich hab's recht natürlich. Ja, ja, ich meine, darum tue ich auf meinen Kanälen oder auf meinem Blog 1 bis 2 Artikel am Tag. Mehr gibt's da nicht. Ja, ich muss die Leute zuballern, weil das, was ich bringe, das ist nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Da können auch Fehler passieren, klar. Ja, aber wenn ich natürlich 100 post, wozu? What for? Aber egal. Stromausfälle, Blackouts, ein Riesenthema. Auch bei uns in Wien gab es Blackouts, der größte in Pakistan. Gut, Pakistan ist jetzt natürlich ein eher dritte Weltland, ja. Da wundert einen das jetzt weniger, aber in Wien gab es auch Stromausfälle, Straßenbahnlinien sind fallweise ausgefallen und es tut sich da schon was. Und es hat der ORF sogar eine Warnung ausgesprochen. Ich meine, ja, die Krisenwarnung, die kennen wir eh, aber schaut euch mal das an. Mehr Blackout-Gefahr, immer mehr Noteinsätze. Du Geschlechte. So. Immer mehr Noteinsätze. Nach dem starken Frequenzabfall im europäischen Stromnetz am Freitag haben Wien Energie und die EVN, also in Niederösterreich der Energieversorger, gewarnt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien die Blackout-Gefahr erhöht. Bei Wien Energie haben sogar Noteinsätze zum Ausgleich im Stromnetz stark zugenommen. Angeblich wäre das, weil man halt jetzt immer mehr vermehrt auf erneuerbare Energien setzen würde. Ich kann mir das allerdings nicht ganz so vorstellen, dass die da so schwach aufgestellt sind. Wie setzen ihr das? Ja, angeblich hat das mit Leitungen zu tun. Ich habe einmal mit meinem Sohn gesprochen, weil der bei der EVN gearbeitet hat. Und die Leitungen sind da nicht richtig ausgebaut und daher sind die für Ökostrom nicht richtig ausgebaut. Aber das ist bitte eine Ausrede. Wir haben das in Rumänien so angeblich, also ganz Rumänien fast Ausfall gehabt haben, also Italien fast Ausfall gehabt haben. Ich sage, das ist fast, denke ich, ein bisschen bewusst gemacht, um die Leute noch mehr einzuschüchtern. Also anscheinend reicht ja die Zombie-Seuche nicht, jetzt kommen sie mit Strom daher. Ne? Ich meine, das ist meine persönliche Meinung. Ne? Ja, es wird gefragt, wo der Stefan ist. Der Stefan fühlt sich heute nicht so gut und entschuldigt sich, so wie der Nikola letztens einmal krank war. Es ist halt bei so einer großen Runde immer wieder mal. Ich vergessen zu sagen, entschuldige, ja. Stefan fühlt sich nicht gut und ja. Weiteres Thema mit dem USA-Geschichte. Wir kennen alle diesen Super Buffalo Soldier, nenne ich ihn nur noch. Ja, könnte man fast Bob Marley drunter spielen. Da gibt es ein Video und da wird der Nikola gleich was sagen. Es gibt ein Interview mit diesem Yellowstone Wolf und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. So. What do you have to say to those people who already accepted Biden as president? All I have to say to people that already accepted Biden as president is that you are choosing to be a victim of what is called neuro-linguistic programming. It is a MKUltra psychological warfare technique where they combine frequencies that affect the brain with propaganda and trigger words to get people to be what is called compartmentalized into a propagandized perspective of reality that they control. It's mass mind control. That way they can gear the populations for warfare. It's based on MKUltra stuff that we got from Operation Paperclip with the Nazis. And who do you think the Clintons are in on it?
Okay, the Clintons are a part of the cabal. You see, the military-industrial complex is divided into two factions. One faction is known as the cabal. That's the Satanists and the communists, the fascists, okay? The other side is the alliance. Those are the patriots in our republic, the people that believe in the Constitution, believe in freedom, believe in God. Okay, so these two warring factions have been going at it for quite some time. Hillary Clinton is a part of the cabal. Now, I know the first reaction I'm going to get from that is, what are your sources? Or just in general. Okay, when it comes to Hillary Clinton, all you have to do is look into the emails and the way that she's involved in spirit cooking with Marina Abramovic, who's a known satanic witch. Hillary Clinton is a satanic witch, okay? All you have to do is say the word frazzle drip, okay? You don't, people don't want to look it up because it's so disgusting, okay? And frazzle drip. Frazzle drip. What is that? I really don't want to talk about it because it's so disgusting. Well, frazzle drip. Podesta emails, right? You're talking about Clinton emails and the Clinton emails, because keep in mind, you know, there were Clinton emails that got exposed too. And some of these emails, she's talking about going to torture night and bringing a hammer. She's talking about things like going to spirit cooking events with John Podesta and with Marina Abramovic, who is a known satanic witch. I'm just so impressed and flabbergasted at all the details you're remembering. One final question is, do you accept the results of the Arizona elections, of the ballots? Well, not all the ballots are counted here in Arizona, according to the narrative. And the fact of the matter is, no, I do not accept whatever it is that these people, they tried to call Arizona with 75% of the votes called. That's Fox News, okay? That's fake Fox News. Why do you think they would push for that? This is psychological warfare techniques. Okay, look into Operation Paperclip, okay? And then look into Operation Mockingbird, okay? Operation Paperclip is where we procured over one... Und so weiter und so fort. Also der Mann ist ja jetzt ein richtiger Promi geworden. Auch der ORF hat ihn schon interviewt. Nicola, du möchtest jetzt zu dem Herrn was sagen. Ja, ich wünsche auch einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ja, natürlich sagen jetzt viele, dass natürlich jetzt wieder diese große Zufälle wieder sind und alles nur zufällig ist. Ich konnte mich schlau machen, auch hier durch meine Quellen in Serbien, die etwas höher angesiedelt sind, die gemeint haben, dass dieser junge Mann wirklich vom Militär stammt und eingesetzt worden ist. Das hat man auch schon gesehen, bei der Stürmung von Kapitol haben die Polizisten die Absperrungen weggegeben, damit er passieren kann. Also ist das Ganze abgesprochen und auch so geplant. Und was auch noch sehr interessant ist, warum ausgerechnet dieser junge Mann? Naja, erstens, wenn man nur hört, wie er redet, also ich bin auch da ziemlich involviert und ich meine, bin dessen bewusst und ich kenne mich da ein bisschen aus, was die Clinton-Simmels angeht und Operation Paperclip und so weiter. Aber so runterleihen kann das wirklich nur ein Mann aus dem Militär, der das Intus hat. Und das Tattoo, was der junge Mann auf der Brust hat, haben ja viele gedacht, dass es irgendwas mit Pedos zu tun hat. Das ist ein völliger Blödsinn. Also das ist ein keltisches Symbol, was natürlich wiederum gleichgesetzt ist mit dem slawischen Veden. Da können wir eventuell eine extra Sendung drüber machen, eine ganz interessante Geschichte. Auf jeden Fall steht dieses Symbol für das Ende einer Zeit. Ja? So, das heißt, dieser junge Mann wurde dorthin geschickt, um jemandem zu zeigen, dass es das Ende ist. Und warum gerade dieser junge Mann das den Platz von Pence eingenommen hat, beziehungsweise von der Pelosi dort im Senat, also im Kongress dort, ist auch sehr fragwürdig. Ja? Das heißt, man hat dort uns gezeigt, dass jemandem Ende eingeläutet ist, beziehungsweise das Ende da ist. Ja? Und wenn man das jetzt verknüpft mit den ganzen Stromausfällen, mit den ganzen Blackouts, denke ich nicht, dass das zufällig ist. Ich denke, dass es wirklich mit dem Plan zu tun hat und ja, wenn man auch sieht, bei dem Interview weiter steht da auch Q Send Me auf dem Schild von dem Typen. Also seid zwar nicht böse, aber wer da noch an Zufälle glaubt, also. Ja, was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass gerade er von allen Medien und auch Alternativen, nur er ist vom ORF interviewt worden, also der ist ja, und leiert das, wie du richtig sagst, sehr eloquent, einstudiert alles runter in einer Tour, also das ist ja Profi. Ja. Also der redet ja nicht zum ersten Mal.
öffentlich vor mehreren Menschen. Der Linwood hat sich jetzt auf sein Parler-Profil gemeldet und hat auch bestätigt, dass dieser junge Mann auch vom Militär stammt. Kann man jetzt glauben, aber auch nicht. Aber wie schon gesagt, ich habe das auch aus Serbien bestätigt bekommen. Und aber Linwood hat auch diese Papstgeschichte verbreitet. Also, aber zu dieser Sache noch, das ist eine konzertierte Aktion des Militärs gewesen. Ich glaube das auch schon fast, weil da, sie haben da ganz konzentriert die Laptops dieser Leute weggenommen, auch der von der Pelosi. Ja. Das war geplant. Das war geplant. Die haben das so perfekt. Das kann nur eine militärische Operation gewesen sein. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Noch eine Sache zum Blackout. Also du hast auch gesagt, auch, dass der Vatikan komplett Stromausfall gehabt hat. Und was interessant ist, leider habe ich jetzt das Foto dir leider nicht zugeschickt, Manuel, aber kann ich dir dann ein anderes Mal wieder zuschicken. Und zwar kurz nach dem Blackout, beziehungsweise einige Stunden danach, waren alle Straßen um Rom herum gesperrt. Man konnte nicht nach Rom fahren. Einige Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sperrungen wieder aufgehoben sind, aber die Sperrungen gab es. Man hat es auf Google Maps auch sehen können, beziehungsweise auf diesen Maps, Navigationssystem. Ja. War alles gesperrt. Ob es verhaftet worden ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ja. Und ich finde auch, was der Heinrich auch vorhin gesagt hat, schön, man muss vorsichtig mit den ganzen Informationen umgehen. Wir befinden uns im Informationskrieg und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich denke auch, dass die andere Seite solche Themen natürlich auch aufgreift, um uns wieder schlecht dastehen zu lassen, beziehungsweise unsere Motivation runterzusenken und runterzudrücken. Ich glaube nicht, dass es bewusst, also dass das schon bewusst gemacht wird, diese Desinformation. Dass man genau die Truth so nämlich und die Leute, was sie wirklich da jetzt einhauen in dieser Information, als Lügner entlarvt. Ja, also wir haben ja dann im Prinzip am Bösen gesagt. Ich habe nämlich heute einen Beitrag geteilt, aber ich habe dazu geschrieben, wisst ihr da genaueres? Weil vielleicht sind ja andere Informationen irgendwo, die das vielleicht eventuell bestätigen würden. Und so weiter. Und zwar, Rauch steigt auf, Verhaftung von Papst Franziskus. Und dann ist aber ganz eigenartig, das haben nämlich auch dann meine Leute, die am Kanal waren, haben das dann auch sehr gut erkannt. Und zwar, da steht 16. März 2020 und das wird jetzt überall geteilt. 16. März. 16. März 2020, genau. Und das ist das Problem. Die haben von vorigen Jahr irgendwelche Dings eine, sagen, ja, war super, wir haben das endlich, jetzt ist es endlich soweit und so. Und was auch arg ist, ist das nämlich, was dort steht, und zwar die Opfer von Kindern, die er in seinen schwarzmagischen Ritualen im pädosatanistischen Vergewaltigungen, bei Versammlungen und. Also das ist genau das, was man eigentlich immer hört, was da passiert, wird da jetzt in diesen Artikel reingeschmissen, ja, und verteilt das jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht absichtlich verteilen, weil die Leute sich immer mit diesen satanistischen Ritualen, Kult und so weiter einmal beschäftigen sollten. Weil wenn es einmal im Kopf ist, dass es sowas gibt, ja, dann werden vielleicht auch die Leute mal wieder ein bisschen mehr recherchieren, sich dann auch Videos anschauen und so weiter, weil es gibt sehr viele Opfer, die Interviews gemacht haben, denen man aber im Prinzip dann die Glaubwürdigkeit abgesprochen hat, ja, die gespaltene Persönlichkeiten, aufgespaltene Persönlichkeiten haben und trotzdem sagen Richter, die haben gar nichts, also das stimmt nicht, das ist alles gelogen und so weiter. Und Psychiater und Psychologen und so weiter haben es ja schon bestätigt, ja, dass zum Beispiel bei satanistischen Vergewaltigungen, Ritualmorde und so weiter, also auch das, was da alles immer gesagt wird, dass nur genau deswegen diese gespaltene Persönlichkeit auch passieren kann. Also da muss wirklich ein seelischer
extrem Druck auf Ann Seil, dass sie die Persönlichkeit abspaltet, um dass der Verstand die Seele des Körpers das eigentlich verkraften kann. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht machen sie das jetzt absichtlich, dass so Falschinformationen ausschmeißen, aber trotzdem, wenn sie sowas lesen, einmal googeln und herausfinden. Weil in Deutschland zum Beispiel gibt es eine Stiftung, die Emanuel-Stiftung, und die beschäftigt sich nur mit diesen satanistischen, okkulten Vergewaltigungen, Ritualmorden und so weiter. Und Psychiater und so weiter und Rechtsanwälte sind da auch dabei, die kriegen das nicht angelockt. Sie bekommen das in Deutschland nicht angeklagt. Darf ich dazu was sagen, weil ich in dem Thema ja wirklich recht lange und intensiv geforscht habe, wie einige wissen. Wir haben zum Beispiel im Fall Dutroux uns diese Exdossiers, diese belgischen Untersuchungsakten bei WikiLeaks runtergeladen. Und dann haben wir das von 3 Leuten unabhängig voneinander von Französisch ins Deutsche übersetzen lassen. Und da gibt's halt genügend Verweise nach Deutschland. So, dann habe ich in München, bin nach München gefahren, habe das mit einem Besuch verbunden damals, habe Strafanzeige gegen die Betreiber eines Sadomaso-Studios in Bayern gestellt, habe in Hamburg Strafanzeige gegen Michel Nioul erstellt, der ist dann 3 Wochen später gestorben, gut, Zufall, aber war er alt. Und wir haben an alle deutschen Bundestagsparteien Anfragen gestellt. Und glaubt ihr, irgendeine einzige hätte geantwortet? Nein. So, und zu den abgespaltenen Persönlichkeiten, das ist vollkommen richtig, was du sagst, Jenny, weil ich hatte leider 2 Jahre das traurige Vergnügen, Hobbytherapeut spielen zu müssen in einer Beziehung mit einem Opfer von rituellem Missbrauch. Und die sind gespaltene Persönlichkeiten, die sind irre und mehr möchte ich natürlich jetzt sagen. Ich bin mit dem Verein Cara in der Schweiz sehr eng vernetzt. Die machen das wirklich gut. Die Ruth Maus ist eine ehemalige evangelische Pfarrerin und halt ihr Team. Und die sagen alles selber. Und da hat mich jetzt unlängst einer von denen angeschrieben, was ich von der Adrenochrom-Geschichte halte. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Also ich kann nichts ausschließen, aber diese Anzahl, auch Central Park, 100.000 Kinder, das ist für mich alles zu übertrieben. Ja, also 100.000 im Central, wenn ich sage 1.000, okay, aber 100.000, das ist, puh. Ja, und es mag sein, dass Adrenochrom gewonnen wird. Wie bitte? Da möchte ich dann noch was dazu sagen. Ja, der Wahnsinn ist Programm, dieser Menschenhandel findet statt, aber und natürlich sind das in Summe viele, viele Opfer, aber das, da wird halt auch viel meines Erachtens überinterpretiert. Man muss da auch, es ist sehr schwierig, möglichst sauber zu recherchieren, weil es halt wenig Akten gibt und tut eine Kernaussage, es wird nicht angeklagt, richtig, weil Satanismus oder ritueller Missbrauch nicht im deutschen Strafgesetzbuch verankert ist. Das ist das Problem. Genau so ist es. Und das ist das Problem, warum die deutschen Opfer da eigentlich keine Gerechtigkeit erfahren können, weil das gar nicht im Strafgesetz irgendwie drinnen steht. Sie können es nicht anklagen. Wie? Was sollen sie machen? Sie sind nicht ermordet worden. Ja, sie sind missbraucht worden, aber das ist ja trotzdem wieder was ganz anderes, weil die Opfer haben auch oft gesagt, sie haben, und das ist sehr grausam, ja, sie haben zum Beispiel andere Kinder oder Babys opfern müssen und haben da sogar von dem, ja, von dem, ich will es jetzt nicht aussprechen, essen müssen und so weiter. Und bei mir, seitdem nämlich mit der Fahnenaktion, haben sie 3 Opfer gemeldet und es ist nicht nur in Deutschland, das gibt es auch hier in Österreich. Und das so geheim in verschiedensten Kirchen in ganz Österreich, dass sowas passiert, also solche satanistischen, okkulte Ritualmorde und auch, dass die dieses Blut trinken, ja. Also das mit dem Adrenochrom und das, die viele Anzahl, was es da gibt. Das glaube ich auch vielleicht, dass das ein bisschen übertrieben ist, ja. Aber ich bin mir fast sicher, ich habe nämlich einmal ein Video gesehen von einem Reporter,
der ja nach der Veröffentlichung dieses Videos leider verstorben ist mit einem neuen Auto. Auf einmal ja, ist irgendwie ganz zufällig die Bremse kaputt gewesen, ja, und ist natürlich verunglückt. Das Auto ist explodiert, ja, also ganz, ganz rein zufällig mit einem ganz neuen Auto. Ja, der hat das veröffentlicht und es wurde gelöscht. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, dieses Video abzusichern. Da hat er nämlich das gefilmt auf einer gewissen Insel. Ich glaube, wir wissen, welche Insel ich meine, dass dort ein Altar aufgebaut worden ist und dort eine Person gestanden ist und der mehr oder weniger, es hat so ausgeschaut oder sich angehört, als würde der irgendwie total wirres Zeug herreden, total komisch, also wie wenn er besessen wäre, dieser Typ, ja. Die haben da so ein Ritual gemacht und man hat halt nicht genau gesehen, aber man hat gesehen, es ist irgendwas auf diesen Altar gelegt worden und dann sind alle Leute hingekommen und haben irgendwas getrunken. Klar kann man da jetzt sehr viel reininterpretieren und auch rein vermuten, aber warum stirbt der Mann nach diesem Video? Ja, also das sind immer so Zufälle, wo man dann denkt, okay, das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Okay. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber jetzt haben wir in einem ganz heftigen Thema, wir wollen die Leute jetzt nicht um 22 Uhr voll in die Depri holen. Das Thema gibt's, darauf können wir uns einigen, es ist furchtbar. Da müssen wir eine Sondersendung machen, aber jetzt möchte ich wieder zurück. Aber es schließt gut an mit einem Post, der dazu passt und den möchte ich euch zeigen. Und zwar ist das dieser hier, auch von Lynn Wood. Also in den nächsten 10 bis 14 Tagen werden wir schockierende Informationen über sehr viele Regierungsmitarbeiter und Teile der Elite über Kinder, Sexhandel und Pädophilie und dieses weltweite Netzwerk erfahren. Und Namen werden da auch genannt, also der Onkel Joseph, dann der Michael, die Hillary, Pelosi, Mike Pence, Jeffrey Epstein und unser Bill. Ich will den Namen gar nicht aussprechen, weil sonst ist das Video gleich wieder down. Die ganze amerikanische Hutpolie, richtig. Ja, natürlich, klar. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich bin gespannt, ob in den nächsten 10 bis 14 Tagen etwas kommt. Witzig ist ja, dass Trumps Twitter-Account gelöscht wurde, und zwar unmittelbar, nachdem er gesagt hat, dass er nicht zur Vereidigung gehen wird. Also so relativ unmittelbar danach. Und das finde ich halt schon spannend, dass man diese Frechheit hat, dem formal mächtigsten Mann der Welt einfach zu löschen. Ich meine, diese Big Tech Reason, und das ist ja kein Geheimnis, das steht auch da, ja, die sind natürlich, und das war schon immer so, finanzieren natürlich. Schaut euch bitte nur den Aktienkurs von Twitter in den letzten paar Stunden an. Auch sehr interessant. Bitte, kommst du ein bisschen näher? Ja? Den Aktienkurs von Twitter. Ich habe das so immer nicht verstanden. Den Aktienkurs von Twitter müsst ihr euch mal anschauen in den letzten paar Stunden. Ja, natürlich ist er gefallen. Ich möchte jetzt ein Video zuspielen. Und zwar ist das sehr spannend. Und zwar haben wir da diesen Herrn in Italien. Achso. Und ja, spielen wir das einmal ab. Der ist nämlich nicht uninteressant. Der ist stark, ja. Der ist stark. Professor Alfio Uzzolo, lawyer of Via Vittorio Emanuele Catania, do hereby provide the following affidavit on facts as conveyed in several meetings the high-level army security services official. Arturo Delia, former head of the IT department of Leonardo Espia, has been charged by the public prosecutor of Naples for technology, data manipulation and implantation of viruses in the main computers of Leonardo Espia in December 2020. Under instruction and direction of U.S. persons working from the U.S. Embassy in Rome under the operation to switch data from the U.S. election of 3rd November 2020 from significant margin of victory
from Donald Trump to Joe Biden in a number of states where Joe Biden was losing the vote totals. Defendant states that he was working in Pescara facility of Leonardo Spa and utilized military-grade cyber warfare encryption capabilities to transmit switched votes via military satellite of Fushno Tower to Frankfurt, Germany. The defendant swears that the data in some cases may have been switched to represent more than total voters registered. The defendant states he is willing to testify to all individuals and entities involved in the switching of votes from Donald Trump to Joe Biden when he shall be in total protection from himself and his family. Defendant states he has secured in an undisclosed location the backup of the original data and data switched upon instruction to provide evidence at court in this matter. I hereby declare and swear the above states facts have been stated in my presence. Ja, das hat der Mann gesagt, ein Italiener, wer das Englisch nicht ganz so mächtig ist. Also er sagt quasi unter Ablenkung und Leitung von US-Personen, die in der US-Botschaft in Rom gearbeitet haben, wurde auch eine Operation gestartet, Daten aus der Wahl vom 3. November zu tauschen. Also man hat da via Frankfurt auch in, über Rom gearbeitet und er, dieser Leonardo Spahr, arbeitete in einem militärischen Cyber-Kriegsführungssystem für Verschlüsselungstätigkeiten. Er hatte deswegen Erfahrung und er sagt, dass es alles stimmt, dass er jetzt an einem geheimen Ort ist und er bereit ist, auszusagen vor einem Gericht, aber nur, wenn ihm wirklich totale Sicherheit gewährleistet wird. Und er meint und schwört, dass die von ihm gesagten Dinge der Tatsache entsprechen würden. Heinrich, wie siehst denn du das? Nun, ich kann es nicht bestätigen und nicht widerlegen, weil ich kenne den Mann nicht und ich habe keinen Einblick in die Akten und in die Dinge, die er gesehen hat oder auf die er Zugriff hat. Man müsste sich jetzt mal wirklich genau die Vita von diesem Mann reinziehen. Ich finde es nur interessant, dass er so mit dieser Information in die Öffentlichkeit geht. Das würde er nur tun, wenn er weiß, dass seine Gegenspieler, die ihn eventuell deswegen aus dem Weg räumen könnten, einigermaßen handlungsunfähig sind. Weil, ich meine, das sind ja nun offensichtlich Beweise, die er da auf den Tisch legt, beziehungsweise die er ausspricht. Und so konkret haben wir das in dem ganzen Komplex der US-Wahl ja noch von keinem gehört, also zumindest nicht von irgendwelchen Drittkräften, sondern immer nur aus amerikanischen Reihen, Lynn Wood und amerikanischen Rechtsanwälten oder von Trump selber. Und er sitzt in Italien, im Mutterland, im Mutterland der Mafia, wo gewisse Orsinis und andere Clans ganz kräftig, alles Blutlinien übrigens aus Ägypten, mit Borjas und Borgia, einer derselbe übrigens. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann es nicht widerlegen und ich kann es nicht verifizieren. Insofern nehme ich das einfach so zur Kenntnis. Passt ins Gesamtbild, ja, aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ja, ist klar. Also wir können jetzt, müssten jetzt länger mal forschen, wo kommt der Mann her? Ist der wirklich da? Klar, habe ich jetzt auch nicht in der Eile machen können oder gemacht. Und das ist immer schon wieder beim Problem. Man hat die Zeit ja einfach gar nicht mehr, alles zu prüfen und zu checken. Ja, wo kommt der her? Was ist wirklich, hat er dann wirklich gearbeitet und so? Wir können nur mit Logik herangehen, ne? Ja. Mit Logik denken. Genau. Jenny. Ja, Fakt ist, dass das Ganze in der amerikanischen Botschaft stattgefunden hat. Ne? Diese Geschichten. Also in der amerikanischen Botschaft hat sich das alles abgespielt, so habt ihr sich verstanden. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein Amerika-internes Problem. Wir haben in Frankfurt ja auch dieselbe Situation gehabt. Und auf einmal taucht auch hier auf, dass diese
diese Chefin da vom Geheimdienst überhaupt gar nicht verletzt war oder überhaupt, das ist alles irgendwie nicht wahr, ja. Und es gab gar keine Toten, man wurde ja auch gesagt, ja. Also man so richtig, weiß ich nicht, kann man ja schon bald gar nichts mehr glauben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir dort, ich habe das ein Vereinsmitglied, der gesagt hat, dass die Hubschrauber gelandet sind, ja. Und dort Leute wirklich in Frankfurt, ja. Das haben die gesehen, die haben sich noch gewundert, ja. Aber mehr haben die nicht gesehen. Mehr haben die nicht gesehen, ja. Hat auch der Peter Denk, der wohnt ja da in der Region, mit bestätigt. Also diese, ja, ja, ja. War wirklich anscheinend was, ja, los. Also ja, ja. CIA, Datenzentrum Geschichte, die dürfte schon stimmen, ja, mit Dominion. Das, ja, das stimmt sicher. Ja, sicher, ja. Ja. Aber wie gesagt, die Abwicklung war dann eigentlich in Italien, eben in Rom, ja. Und die haben sogar eigene Spezialisten hingeschickt, ja, die da, also die wurden sogar angefordert, ja. Die hat die italienische Geheimpolizei, also hier hat die hier kontrolliert, schon vom Flughafen weg, ja. Also das stimmt, naja, ja, naja. Immer wo man beim Geheimdienst sind, wird's kompliziert, ne? Ja. Henrik, Tarnen und täuschen. Das, ja, ja, ist Geheimdiensttätigkeit, ja. Ja, ja. Die führen dich permanent an der Nase rum. Was heute in deinem Gedanken, wo du den HJ dann vorher übertragen hast, was sehr Schönes gesagt, und zwar, auf das möchte ich dich jetzt auch befragen, du bist ja gar nicht mehr so sicher, ob alles, was gut erscheint, gut ist und das Böse, böse oder so irgendwie. Ja, das habe ich gesagt. Man muss seinen Blick fokussieren. Also, ich habe von Markus Krall einen Tweet reingebracht, dass es zu keinem Zeitpunkt der Geschichte so war, dass die Freiheit erreicht worden ist für die Menschen, wenn die Freiheitsliebenden einem Aufruf folgten, setzt euch hin und schaut zu und esst Popcorn. Und diese Sache ist im Prinzip ein lähmender Faktor. Und diesen lähmenden Faktor spüre ich, je weiter die Zeit fortschreitet, immer mehr. Wir werden in unserer eigenen Handlung, um eventuell uns selber zu konstituieren, um uns aufzubauen, werden wir durch, ja, ihr braucht nichts machen, isst Popcorn und setzt euch hin, gelähmt. Und dann auch ewig dieses Gefühlsbad hin und her, hin und her. Was ist jetzt nun und was ist jetzt doch nicht? Und da stellt sich mir die Frage, ist es vielleicht Absicht? Ja, wenn das Absicht ist, also ich als Schachspieler, wenn du Schach spielst, und wir reden im Falle von Trump immer von 5D-Schach, 12D-Schach, 87 Milliarden D-Schach. Ich selber spiele auch Schach und das gar nicht mal schlecht. Vereinstechnisch mal gemacht und so weiter und so fort. Du hast immer zwei Wege, die du gehen kannst und zwei Wege, die du denken musst. Und nehmen wir mal Folgendes an. Die Amerikaner sind jetzt mit sich selbst beschäftigt, ne? Sind ja massiv mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, eine globale Macht, die in der Lage wäre, sich der One World Order Mächte entgegenzustellen, fällt damit raus, richtig? Die ist erstmal mit sich selbst beschäftigt. Das muss man einfach mal so sehen. Die sind erstmal mit sich selbst beschäftigt. Wenn das Ganze nicht schon alles gegessen ist und das Ganze, was wir sehen, nur eine Show ist, um uns irgendwie in irgendeiner Weise aufzuwecken. Aber wenn das alles Realtime echt ist, was da läuft, dann sind sie mit sich selbst beschäftigt. Und das bedeutet, dass die andere Agenda es leichter hat, weil einer der großen Player, es heißt ja eine tripolare Weltordnung, China, Russland, Amerika, wenn das Dreibein, ein Bein ab ist, kippt der Stuhl um. Bums, dann gibt's keine tripolare Weltordnung. Dann haben wir nur noch zwei Beine. So, und das wäre ja fatal. Was dann? So, und dann sitzen wir hier und haben selber nichts gebacken gekriegt und wundern uns, dass uns die Fälle davon schwimmen. Diesen Gedankengang habe ich immer im Kopf. Warum? Wenn du mit der Titanic losfährst und hast gar keine Rettungsboote an Bord und das Ding schrammt gegen den Eisberg, dann saufen alle ab. Hast du aber eine Vorbereitung getroffen und hast gesagt,
Schön, dass ihr einen guten Plan habt. Wir haben aber auch einen. Und unser Plan ist Plan B. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir vertrauen euch. Schön. Scheitert ihr allerdings, dann haben wir unsere Rettungsboote. Und das ist es, woran es fehlt. Meines Erachtens. Ja, das ist genau das, was ich... Eigenverantwortung. Wir Heinrich, das hat was. Okay. Heinrich, das hat was. Ich habe das schon mal anders sogar bei mir im Blog geschrieben. Ja, ich will nur kurz sagen, ja, wir wissen da oben in dem Kegel, ja, der wirklichen Hochgradeliten nicht, was dort gesprochen wird. Wenn wir das Thema Reset hernehmen und unser QFL, ja, das Reset mit dem Schwab und unser QFS, also sozusagen unser Quantenfinanzsystem. Wer sagt nicht, dass in der oberen Ebene das Ganze wieder irgendwie verbunden ist, sondern nur eine Auslegungssache. Entweder gibt es die Richtung oder gibt es die Richtung. Aber wie weit kann man das überhaupt vereinen? Oder vielleicht ist es überhaupt vereint? Ihr habt ja das Interview eben gerade gesehen von dem Gehörnten. Und da hat er gesagt, der militärisch-industrielle Komplex hat zwei Seiten. Aha, auf der einen Seite sind die Satanisten und auf der anderen Seite sind die Whiteheads. Aber sie gehören auch zum militärisch-industriellen Komplex. Absolut. Das war seine Aussage. So, und da macht es bei mir Klingel. Ich will überhaupt keinen militärisch-industriellen Komplex. Muss ich mal kurz einhaken. Aber man muss es von der anderen Seite sehen, meiner Meinung nach. Man muss es ein bisschen anders sehen, meiner Meinung nach. Und zwar, bei der Pyramide hast du die zwei Seiten. Und zwar hast du die helle und die dunkle Seite. Und so sehe ich das beim Militär auch. Also man hat die Patrioten, man hat die Bösen, ja, oder die Satanisten, wie auch immer. Und da muss man den Unterschied machen. Also geht wirklich so zu diesem Komplex dazugehören, so wie man sich es denkt und so wie man es weiß, und zwar, dass Kriege ansteht und wie auch immer, will ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube schon daran, dass es wirklich gute Menschen gibt, auch in diesem Militär, auch in Amerika, die gegen diesen ganzen Krieg sind, nur bislang nicht so viel Kraft hatten, sich dagegen zu stellen. Und jetzt sehe ich das aber anders. Also ich sehe das so jetzt, dass die Whiteheads wirklich Oberhand gewonnen haben und das Ganze beendet haben. Man sieht jetzt nur, seitdem der Trump da ist, seit seiner Amtszeit in den 4 Jahren, hat er nicht nur keinen Krieg begonnen, sondern alle Kriege beendet. Ja, also man kann von ihm halten, was man will. Was ich noch sagen wollte zum Trump, also man sollte den Trump nicht als den Messias ansehen. Also viele Leute begreifen das ganz falsch. Und zwar, ich sehe das so, als der Trump repräsentiert uns alle. Und zwar sehe ich das so, die Dunklen gegen Trump. Die Dunklen spielen nicht gegen Trump, die spielen gegen uns. Die wollen ja über Trump zu uns kommen. Ja, also so sehe ich das. Und genau dasselbe ist mit Putin. Also man kann von denen zwei halten, was man will. Aber wenn die zwei wegbrechen sollten, dann sind wir dran. Und darum geht's. Und was du vorhin gesagt hast, Heinrich, hast du vollkommen recht, ja? Von wegen Plan B. Also das haben wir in Serbien gemacht mit der Volksregierung. Das heißt, ganz egal, was jetzt in Amerika sich abspielt und weitergeht, wir haben unsere Volksregierung. Ja? Und da stimme ich dir vollkommen zu. Nur ist die Frage jetzt für den Rest von Europa oder für Deutschland jetzt, wie wollt ihr das hinbekommen? Wie? Also das ist ja die Frage. Und da sehe ich jetzt nicht... Viele begreifen das ganz falsch und deswegen muss man sich fokussieren. Das habt ihr schon gesagt. Ja. Q sagt nicht, setzt euch hin und genießt die Show, in dem Sinne, ihr sollt nichts machen. Ja. Was den Plan angeht, sollen wir die Show genießen. Und selber, wir sollen ja zurück in die Eigenverantwortung. Das sagt Jenny immer wieder. Ja. Da hast du ja vollkommen recht, Nicola. Das Problem ist, glaube ich, eine Disharmonie zwischen Sender und Empfänger. Das erlebe ich oft bei Q. Q ist der Sender, genau, der Sender sagt, wie es eigentlich laufen soll, aber der Empfänger versteht, weil es Übermittlungsprobleme gibt, Mist und zieht daraus die falschen Konsequenzen. Und darum hat Q hier auch mal geschrieben, ihr sollt nicht überinterpretieren oder was Falsches reininterpretieren. Er hat diesen Drop gebracht und
der Deutsche ist hier ein echtes Problem in Europa. Also in Bezug auf seine Lethargität, weil er so obrigkeitshörig ist. Er ist es gewohnt, dass oben immer alles so von oben durchdirigiert wird, und das hat ihm bisher immer gut gefallen. Es geht nicht nur darum, ich habe auch mit Wolfgang etliche Gespräche geführt, stundenlang. Es geht einfach darum, dass dem Westen geht es zu gut. Man hat genug zu essen, man hat genug zu trinken, man hat Strom, Wasser, es ist Bundesliga-Fußball rennt, alles leider. Ja, genau so ist es. Ja. Und in dem, ich sag mal, jetzt in Drittweltländer, so wie Serbien ist ein Drittweltland, wenn man sich das so anzieht. Ja. Man muss nur das Bruttoinlandsprodukt sich hernehmen, normal ist das katastrophal. Ist es ein bisschen anders. Ja. Und zwar, man hat eben diese ganzen gesicherten Sachen eben nicht. Ja, man muss sie hier wirklich jeden Tag für sein Brot kämpfen. Also ich sehe das von meinem Cousin zum Beispiel, der arbeitet am Tag 14, 15 Stunden, damit er genug zum Essen hat. Also das ist wirklich, wirklich schlimm hier. Ja. Und da sehe ich das Problem. Also Wolfgang hat ein paar Mal erwähnt, wenn man den Deutschen, den Österreichern oder auch den Westeuropäern mal das Essen wegnehmen würde, dann wäre ich schon gespannt, wie es dann ablaufen würde. Jenny, möchtest du das ins Boot holen? Ja, ich würde gerne, dass du den einen Kommentar von Gustav Meyer bitte einblendest. Und zwar, da geht es um das, und das finde ich auch sehr wichtig. Er hat nämlich geschrieben, es geht nicht nur um die Vernetzung der Menschen auf der Straße. Viel wichtiger ist die Vernetzung der Aufklärer mit allem, mit den Probleme, wo es da passiert, gerade sie wirklich vernetzen, durch diese Schwarmintelligenz. Ja, wenn sie nämlich mehrere Leute, die sie wirklich, wirklich, wirklich damit befassen, was da passiert, sag jetzt einmal, miteinander vernetzen, kann so sein, dass man wirklich auch selber für uns, ja, und auch für die Menschen Lösungen, weil es ist gut und schön, wenn ich das Problem erkenne, was gerade ist, aber ich brauche ja auch Lösungen. Und je mehr Leute sich mit Problemlösungen beschäftigen, ja, es heißt ja nicht, dass für mich dieselbe Lösung wie für Manuel oder für Heinrich passt, sondern es müssen mehrere, viel Ideen zusammenkommen, dass man sagt, okay, was kann man machen? Konstruktive Problemlösung, ja. Was kann man machen? Und ich glaube, das ist nämlich von dem, was hapert, auch bei den Deutschen, ja. Die haben nämlich, ich glaube, es sollte vielleicht irgendwer das Mikro kurz muten, weil ich als Echo. Gut, jetzt geht's, glaube ich. Ich glaube halt, dass gescheit ist, wenn man wirklich auf die Lösung hingeht und nicht nur aufs Problem. Wir wissen, wir haben sehr viele Probleme. Völlig wurscht, ob es in der Politik ist, in der Schulbildung, im ganzen System. Wir wissen, dass das ganze System eigentlich kaputt ist. Es ist kaputt, es ist die Wirtschaft kaputt, es ist das Geldsystem kaputt, also das jetzige Geldsystem ist kaputt. Aber was hilft es uns? Was hilft es uns, wenn wir die ganzen Probleme sehen und wenn wir sagen, okay, passt, tja, wir haben jetzt so viele Probleme, aber Lösungen hat kein Mensch, ja. Und das ist nämlich genau das. Die ganzen Leute sagen, ja, das und das ist rennt alles falsch, aber keiner gibt irgendwie Lösungsansätze her. Zum Beispiel Volksparlament. Wirklich mit dem Expertenkomitee, ja, zum Beispiel, dass wirklich Experten sich zusammenreden. Was kann man alles verändern? Konstruktiv für die Bevölkerung. Was müssen wir wirklich in den Gesetzen ändern? Was muss man in der Verfassung ändern? Was kann man ändern in der Schulbildung, dass wirklich eine Bildung und kein Training entsteht, ja? Und das ist wichtig. Das Gesundheitssystem, dass das Gesundheitssystem nicht abhängig ist von der Pharmaindustrie. Das sind Dinge, an die sollte man wirklich sich halten und wirklich sagen, okay, gut, schauen wir sie, dass man sich vernetzt mit gewissen Ärzten, die das schon erkannt haben, und einfach sich mal hinsetzt und sagt, okay, arbeite mal ein Programm aus. Ja, weil die meisten sagen, ich tät ja gern was ändern, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Aufgabe, dass wir wirklich einmal darauf hinweisen, erst, wir haben Probleme, ja, aber jetzt sollte man mal wirklich daran arbeiten, was sind die Lösungen.
Lösungsvorschläge gibt es nicht viele und da gibt es leider oft Probleme, einen Konsens zu finden. Das ist das, was ich halt erlebe innerhalb der Aufgewachten, weil das sich halt in diverse Lager spaltet. Die einen wollen Libertarismus, die anderen wollen das, so. Aber du hast recht, ich gebe dir vollkommen recht, es ist jetzt an der Zeit, sich noch mehr zu vernetzen und in die Tat umzuschreiten. Genau. Das und so. Also, dass sich wirklich eine Gruppe formiert in jedem Land, so eine Art Denkfabriken nenne ich es, weil der Gegner hat auch Denkfabriken, nur wir haben keine Denkfabriken. Jede Gemeinde hat seine eigene Verwaltung. Und weil jede Gemeinde weiß selber am besten, was dieser Gemeinde fehlt. Ja? Und ich will jetzt nochmal zurück zu Jenny. Die Jenny hat vollkommen recht. Jenny sagt auch, woanders zu gelöst sein wird, weil wir haben das hier in Serbien erleben dürfen. Und zwar, die Menschen sind zu uns gekommen mit deren Problemen. Also jeder hat seine kleinen Bewegchen. Nur das Problem ist, wenn die kleinen Probleme, wenn die individuellen Probleme zu einem kollektiven Problem werden, das heißt, wenn die kleinen Probleme zu einem wird, ja, deswegen das müssen wir uns bewusst werden, dann kannst du zu einer Lösung kommen. Anders sehe ich nicht, dass da irgendwie die Lösung kommen könnte. Und das hast du schon gesagt. Also wir haben bei uns in Serbien diesen Ältestenrat. Und dieser Ältestenrat gibt uns Beispiele und Ideen, wie man es besser machen könnte. Ob wir es jetzt wollen oder nicht, das hängt dann von uns wiederum ab. Und wie schon gesagt, wiederum von Gemeinde zu Gemeinde. Also die Vernetzung ist wichtig. Wir können nur hoffen, dass aber keine Schwarmblödheit bei rauskommt. Das muss man auch mal ganz klar hervorheben, denn mit dem Rundumblick, den man in den Jahren jetzt gemacht hat, stellt man fest, dass es da teilweise auch Gruppen gibt und Gruppierungen gibt, wo man hoffen kann, dass sie sich nicht vernetzen. Dann kommt da nichts Gutes bei rum. Also da, ne, also es gibt Schwarmintelligenz, es gibt aber auch Schwarmblödheit. Und du kennst den Spruch, ne, der Klügere gibt nach, und was haben wir dann? Die Blödheit regiert. Ne? Das ist also, Vernetzung ist wichtig. Vor allen Dingen ist die Vernetzung insofern wichtig, dass die Menschen mal ihre eigenen persönlichen Belange hinten anstellen. Es geht hier, das Problem ist größer, als dass man sagen kann, okay, ich brauche einen Posten irgendwo in der zukünftigen Regierung. Darum geht's nicht. Das Problem ist wesentlich größer. Es geht ja auch nicht nur, wenn man jetzt mal immer das Ding eine Weltregierung, New World Order im Kopf hat. Es geht auch nicht nur um ein Land. Es geht um die gesamte Menschheit. Es geht um die ganzen Planeten. Und in Anbetracht dessen sollte man gewisse persönliche Belange nach hinten stellen. Wer was wird irgendwann mal in der Zukunft, in irgendeinem zukünftigen Parlament, das wird die Fähigkeit des Einzelnen dann zeigen. Aber in der Grundgestaltung, da sind nur die geistigen Fähigkeiten gefragt, nicht aber irgendwelche personellen Fragen. Ja? Und das sehe ich leider in den Bewegungen, gerade in den patriotischen Bewegungen so, dass einige dort die personelle Frage schon entschieden haben und dann an die Struktur gehen. Und das ist das größte Problem, was wir haben. Da schreibt jemand, Moment, Wolfgang, ganz kurz, weil das ist sehr wichtig. Ja. Johanna Neder schreibt, wir sind schon viel zu weit voraus, also nicht für die Zuschauer, aber für die breite Masse, die immer noch an die Zombie-Seuche glaubt. Die Wahrheit muss doch erstmal zum Michi kommen. Ja? Ja, na gut. Auch eine Antwort, das beinhaltet jetzt auch diese Fragestellung hier. Also ich kann dem nicht ganz recht geben, was du da so sagst, Heinrich. Schwarmintelligenz ist Schwarmintelligenz. Da gibt es also gewisse Prozentsätze, die sind irre. Die gibt es natürlich auch immer da drinnen. Ja? Das ist in einem Schwarm leider so. Ja? Die Mehrheit hat dort nur noch mal zu entscheiden. Ja? Ich habe schon mehrmals basierend auf die serbischen
Und das wäre vielleicht wichtig, dass wir da einmal, wenn wir so eine Sendung machen, diese Punkte, die ich selber suche, ich habe sie bei mir im Blog, ich finde sie ja nur nicht. Leider, muss ich sagen. Aber das ist eine Aufgabe von dir, Nicola, dass wir die Punkte, die dort erarbeitet haben, auf Basis dieser Punkte habe ich in mehreren Berichten vorgeschlagen, wie Patrioten handeln könnten. Weil ich bin nämlich ein Macher. Ich muss da was sagen. Ich habe schon so viele Firmen in meinem Leben gegründet und auch zugesperrt, auch wieder. Aber ich bin ein Macher. Ich bin bei Gott nicht einer, der da lange mal dumm tipfelt. Weil Heinrich, was du da erzählst, war zwar alles gut und schön, aber zum Schluss, wenn ich jetzt sage, na, was kommt denn da jetzt raus? Die Welt und dann die ganze Welt. Und ja, Alter, das ist einmal viel zu hoch. Wie der Nicola sagt, das Dorf, die Stadt, das Land, die Region, bitte da bewegen wir uns einmal und da stellen wir einmal was hin und sagen, so stellt sich die Patriotenschaft der Österreicher das vor, aus. So, und damit geht man in die Öffentlichkeit. Ja, aber und das stellen wir da rein. Ja, na klar, na sicher. Und das ist unsere Meinung. Ausschluss. Aber jedes Land hat natürlich andere Grundvoraussetzungen. Ja, die Deutschen sollen es auch machen und sollen es auch reinstellen. Ich bin nicht verwandt mit den Deutschen. Deutsche sind Deutsche und ich bin ein Österreicher. Ich mache das für Österreich, die Serben machen es für Serben, die Ungarn für die Ungarn und die Deutschen für die Deutschen. Aber nur sollen sie es einmal machen und nicht nur blöd um und dumm reden die ganze Zeit. Es wird nur diskutiert. Das ist ein Diskussionsstau da, in meinen Augen. Ja? Das ist es ja, was ich meinte. Ja, aber ich weiß. Ich sehe so viele persönliche Befindlichkeiten in den Lagern. Das ist momentan der Stolperstein. Persönliche Befindlichkeiten, die eine Kommunikation und einen Zusammenschluss momentan noch verhindern. Also ich habe das gesehen, ich habe ein Video darüber gemacht auf meinem Kanal. Da ging es um Berlin. Das war am 3.10. in Berlin gewesen. Da ging ein Patriot aus dem patriotischen Lager, Vertreter der monarchistischen Bewegung, sagen wir mal so, die sich den Kaiser wieder wünschen, der ging hin zum Reichstag in Berlin und dort hatte ein anderer, der ähnlich ausgerichtet ist, aber nicht ganz, der Rüdiger Hoffmann, hatte dort eine Bühne und der Herr Frank Radon ging dorthin. Und da kam es dann vor laufender Kamera zu einer Auseinandersetzung, so der Rüdiger Hoffmann hat den Radon gleich weggestellt, Sie haben hier nichts zu suchen und Polizei und verlassen Sie diese Veranstaltung, sie stören die Veranstaltung, anstatt dass die einfach nur miteinander reden. Nein, es wird ausgegrenzt, es wird sich gegenseitig angegangen, weil der eine vielleicht 5 Gramm mehr Wissen hat oder ein anderes Wissen hat und der eine präferiert den Weg, der andere präferiert den Weg. Und das sind Dinge, die dem Gesamten irgendwie im Wege stehen. Ich wiederhole mich noch einmal. Auf Basis der serbischen Vorarbeiten wurde da ein Programm erstellt. Du nicht herumreden. Und dieses Programm stellen wir da mal rein und sagen, das ist die, ja, stellen wir rein und über das stellen wir zur Diskussion und dann sollen die österreichischen Patrioten was sagen dazu, das werden wir auch formulieren, ja, und sollen halt die deutschen Patrioten, vergiss das, ob der Monarchie oder das interessiert uns überhaupt nicht. Ist ein Patriotenprogramm möglich, es darzustellen, dann stellen wir es da. Ausschluss. Wolfgang, da muss ich dir jetzt aber kurz eingrätschen, wann okay, das deutsche Volk jetzt ja entscheidet, dass sie die Monarchie haben wollen, dann soll das ihnen frei überlassen sein. Ja. Wir können nicht über irgendein anderes Land bestimmen. Ja, wir können das genau gesagt. Wir sind Patrioten. Natürlich. Wir bestimmen für Österreich. Wir können sagen, es gibt sowas, ihr könnt euch das anschauen, wollt ihr das nicht und sie entscheiden sich für die Monarchie. Was ich nicht glaube, ja, dass das irgendjemand haben will, dass einer da oben sitzt und der sagt, was zum Tun ist. Das will kein Mensch. Den Monarchisten geht es gar nicht um einen Kaiser, denen geht es um die Gesetzeslage, die es damals gab. So ja. ist es. Um den Rechtsstaat. Ja. Das Ding ist ja noch viel, viel schwieriger. Ihr habt in Österreich eine andere Situation und in Serbien auch eine andere Situation wie in dem BRD-Land. Das stimmt, absolut. Ja. Serbien ist viel souveräner wie die BRD. Und Österreich
wenn man in eure Geschichte zurückguckt, in die Österreicher, habt ihr auch mehr Souveränität wie die BRD. Ist einfach so. Mehr. Voll souverän vielleicht auch nicht, aber ihr habt mehr. Und aber nur besser. Ja, da gab es einen Deal zwischen der Sowjetunion damals und zwischen Österreich. Und da haben die Österreicher irgendwo Abstriche gemacht und dafür wurde ihnen wesentlich mehr Souveränität eingeräumt als der BRD. Das ist einfach ein Faktum. Das hat ihnen aber auch gut getan, den Österreichern, ja? Ja. Und das ist immerhin ein kleiner Erfolg. Man könnte, ja, immerhin. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir dadurch unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben. Unterschiedliche Grundvoraussetzungen, wie wir es angehen müssen. Und darin liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Es wird sich jetzt gestritten eigentlich nur darum, wie man das Konstrukt BRD los wird. Ne, wie man das aus eigenen Kraft schafft, das Konstrukt BRD, dieses Besatzung oder diese Okkupationsverwaltung, so heißt es ja eigentlich, wie man das los wird. Und es gibt Leute, die sagen, es geht gar nicht ohne fremde Hilfe. Dazu zählt auch Hayo. Ja, es braucht eine gewisse Hilfe. Wenn die Klammer, die von außen draußen wirkt, ja, das nicht will, dass das Volk befreit wird, dann wird es nicht klappen. Da können wir uns auf die Beine stellen. Dann würde uns als erstes die Polizei dran hindern, als zweitens das Militär und als letzte Instanz dann das Militär der Besatzer, wenn der Besatzer das nicht möchte. So einfach ist das. Und wenn also diese Hilfe von außen nicht kommt, dann wird es verdammt schwer, weil wenn die dagegen sind, ich sage, wenn jemand will, dass du eingesperrt bleibst, dann kannst du als Gefangener versuchen, da rauszukommen. Wenn du keine Begnadigung erhältst, kommst du da nicht raus, wenn es ein Hochsicherheitstrakt ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, aber bei uns ist es ja genau dasselbe. Ja, das sind Deutschland und Österreich sind doch noch immer beide besetzt. Ja, wir sind besetzt von unseren Siegermächten. Das ist so, grundvorausgesetzt einmal, dass das jetzt einmal auch jeder verstanden hat. Ja. Und dann ist ja das wichtig, dass keine Souveränität aufgebaut werden kann oder kein freies Land aufgebaut werden kann, wenn diese Siegermächte noch immer auf diesem Land irgendwelche Ansprüche haben. Das heißt, wir müssen einmal die Siegermächte, mit denen muss einmal ein Friedensvertrag gemacht werden. Das heißt, wir können wieder uns und ihr geht's, ja, aus unserem Land. Das muss einmal gemacht werden, weil sonst geht einmal gar nichts. Du kannst nicht irgendwas anders machen, ja. Da stimme ich Heinrich nämlich zu. Solange dieses Land nicht frei ist und dieses Land für sich selbst, wenn der Trump nicht da bleibt, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Wenn der Trump und der Putin nicht da bleiben, wird das nicht funktionieren mit der Begnadigung. Mit der genau, das ist das. Recht für Deutschland ist natürlich, das sehe ich auch so, da muss Hilfe von außen kommen. Wenn jetzt das so bleibt mit dem Besatzungsstatut, ja. Österreich ist formal neutral, ist aber zwiegespalten. Einerseits haben die Amerikaner bei uns noch sehr viel Mitspracherecht nach wie vor, aber auch die Russen. Genau. Beide nämlich, also wir sind eigentlich doppelt besetzt, das ist eigentlich noch skurriler. Deswegen, gut, das macht es aber auch auf eine andere Art und Weise mehr Chancen, weil es in beide Richtungen geht. Bei euch ist es halt einseitiges Besatzungsstatut. Die Franzosen, die Briten haben sich bei uns relativ zurückgezogen in den letzten Jahren. Wir haben halt diese alte KGB-Connection noch, die es gibt. Ja, warum? Weil die Österreicher gesagt haben, wir erklären uns neutral und der Russe hat gesagt, wir nehmen es zur Kenntnis aus. Warum drüber? Das war's. Mehr ist es nicht. Aber der Fiegel, wenn man sich diese Österreich ist frei, die berühmte Rede, dann glaubt daran. Ja, richtig. Richtig, das ist richtig, richtig. Aber immerhin hat der Fiegel was gesagt und was gemacht. Er war ein Macher. Verstehst du mich? Und diese Macher fehlen ja da jetzt. Auch in Deutschland fehlen die Macher. Sie sind ja gar nicht da. Das sind ja lauter Fritzen. Ja, alles Kaschball. Ja, alles Kaschball. Das sind Dünnbrettbohrer in Deutschland. Dünnbrettbohrer. Hast du völlig recht. Es ist nicht zum Aushalten. Wenn du da sitzt wie ich täglich und die Redaktionen machst, ja, und dir anschaust, was die in Deutschland aufführen, ja, wird das schlecht. Mir wird ja auch schlecht in Österreich. Aber es wird mir noch schlechter da drüben, weil das ist noch mal Eckärger. Ja?
Ja, wir müssen einmal aus diesem Piratenrecht raus. Das ist einmal der erste Schritt für uns alle. Ja, das Maritime Law, diese Gesetze, die müssen weg. Das ist ein Riesenschritt, das einmal zu verstehen. Und insofern ist Österreich auch nicht souverän. Aber wir haben ein bisschen mehr Spielraum als kleines Land, auch mit dieser Russland-Achse. Ich fand's, da muss man nur sich immer wieder immer 17 Skripal, wer da in Großbritannien und in Deutschland überall russische Diplomaten verwiesen wurden. Die Österreicher sind cool geblieben und haben die russischen Diplomaten im Lande gelassen. Also wir haben eine bessere Ausgangsposition. Aber richtig souverän sind wir halt auch nicht. Ne? Nein. Von daher, wir sind in der Partnership of Peace. Wir haben den Lissabon-Vertrag mit unterzeichnet, womit die Todesstrafe eigentlich auch in Österreich wieder eingeführt wurde, die Jura. Ja. Wir haben Eurogenfor, das heißt, da kommen dann polnische Polizisten zu unseren Demos und schießen auf uns und keine Österreicher. Die Österreicher werden dann halt, weiß nicht, nach Italien geschickt. Das ist doch alles erwartet. Ja? So schaut es mal aus. Und dieses Konstrukt, also wir müssen uns einmal aus diesem EU-Scheiß lösen. Das ist unser Problem. Ja, also das wollen sie ja jetzt gerade noch durchpeitschen. Das ist ja die Zombies da, um diesen zentralistischen Superschaß durchzuboxen. Ja? Nur die Leute checken es halt nicht. Die meisten. Und dann hat jedes Land noch individuelle Probleme. Die Deutschen mit ihrem scheiß Besatzungsstatut. Ja. Ist alles ein Wahnsinn. Wir haben viel Baustellen und natürlich. Ich sage, wir sollten Denkfabriken gründen und da halt dann schauen, jeder hat gute Ansätze, weniger gute Ansätze, der eine hat da seine Stärken, da, aber das fehlt uns ja. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Der Gegner hat 100.000 Thinktanks und wir haben einen oder gar keinen in Wahrheit. Ja? Wir haben gar keinen. Wir haben gar keinen. Wir machen einen Besuch. Besuch nach Amerika zu den Toastöhne und wir können euch gerne beraten. Ja, das ist ja auch gut. Haben wir auch vorgeschlagen. Ja. Ja. Ist ja wegen der Seuche da nicht zustande gekommen vor Weihnachten. Ja, wir haben das eh vorgeschlagen. Wir waren schon bereit, wir waren schon fertig, wir waren reisefertig. Ja. Wir haben uns eingeladen. Ja. Ja, ja. Wir wollten da lernen. Wir wollten da lernen. Man kann nur lernen, weil die haben ja auch lang gebraucht, bis so weit gekommen sind. Ne? Wir werden noch runterkommen zu euch und dafür hassen uns jetzt halt die Bosnier und die Kroaten, ja, wenn die noch immer so. Ja, muss nicht sein. Nein, das glaube ich nicht. Nein, die haben da einen Ausgleich gefunden. Nein. Gell, was sagst du, Nikola? Ich habe gehört, ich bin, wie zwar sind serbische Spione für manche Folgen. Ja. Das ist, Manuel, das ist ein kleiner Teil. Das ist wirklich ein kleiner Teil der Bosnier und der Kroaten, die auch an die Zombie-Seuche glauben noch und ja. An und für sich, die aufgewachten Menschen, die wissen, was abgeht und dass dieses Konstrukt bei uns, dieses frisch geborene Baby, kein Chetnik ist, beziehungsweise nicht das Großserbische Reich möchte, sondern die Vereinigung aller Menschen. Das ist unser Hauptziel und deswegen sind alle herzlich bei uns eingeladen. Ob es die Bosnier sind, die Österreicher, die Deutschen. Ich glaube, dass es kein Allgemeinrezept gibt für diese Situation für alle Länder auf der ganzen Welt. Also das gibt's nicht. Und euer Konzept, ja, wie ihr das durchgesetzt habt, Nikola, glaube ich nicht, dass das für Österreich passt, ja, und auch nicht für Deutschland passt. Es ist ein gutes Grundkonzept. Warte kurz, lass mich kurz ausreden. Es ist ein gutes Grundkonzept. Nur haben wir ganz andere Probleme als ihr da unten. Wir sind besetzt, ja. Der Mensch ist kein Mensch, sondern eine Person und ist so klassifiziert worden in der Judikatur. Ja. Danke. Genau. Und dann noch zudem sind wir ja eigentlich grundsätzlich unbesetzt, weil die EU hat uns übernommen als Land ohne Volk. Weil ein Volk kann nur dann sein, wenn Menschenmehrheit in einem Territorium lebt, ja, und das haben wir nicht. Bei uns gibt es juristisch gesehen Personen, Personare, und das ist dann wieder ein ganz anderes Thema als bei euch. Jenny, du bist beinahe desinformiert, weil in Serbien ist genau dasselbe Problem wie in Deutschland und Österreich, das wissen meist nicht. Serbien ist seit 2001 seit der Unterschrift des
Vertrages von, sage ich dir gleich, fällt mir gleich ein. Ist egal, fällt mir sicher im Laufe der Sendung ein, wie der Vertrag heißt. Der 2001 unterschrieben wurde von Vuk Draškovic damals, ein besetztes Land von der NATO. Ja, also Punkt 1. Punkt 2 ist bei uns genau dasselbe mit dem von wegen Personen und derart juristische Spielereien. Ist genau dasselbe bei uns. Natürlich hast du recht, in Serbien war halt nur, hatten wir das Glück, dass wir erstens an erster Stelle den Dr. Dušan Dunčev hatten, der uns da sehr gut beraten hat und der weltweit bekannt ist und da ein sehr guter Schachspieler ist. Und Punkt 2 hatten wir das Glück, dass wir diese Periode vom 3. bis 21. Juni hatten. Ja? Und somit hatten wir die Möglichkeit, in diesem Luftraum, ja, in diesem Vakuum, der entstanden ist, unser Volksparlament zu gründen. Ja? Und ich denke, dass es in Österreich und in Deutschland, ich denke nicht, ich weiß es, dass es Möglichkeiten gibt. Aber natürlich, die Deutschen und die Österreicher müssen im Endeffekt dann selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Bleibt dann jedem überlassen. Ich glaube, dass sie bereit sind dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass es in Deutschland und in Österreich ein bisschen komplizierter ist als bei uns, bei euch. Glaube ich. Ja, ja, wenn ich bin und die Serben nicht. Das wirklich komplett durchsetzt. Und durchsetzt. Haben den Vorteil, nicht in der EU zu sein. Das ist ihr Riesenvorteil. Drum, wir müssen raus aus dieser EU. Dieses ganze System eigentlich abschaffen, so jetzt einmal, ja. Wir können jetzt nicht hergehen, alles genauso wie Serbien machen, weil ich glaube, uns kommen da ein paar Schwierigkeiten entgegen. Man musste die Rechtslage, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist oder so. Man müsste sich die Rechtslage komplett bei uns in Österreich anschauen, in Deutschland wieder, sie alles komplett neu hinsetzen, mal schauen, wie schaut's aus. Was ist der erste Schritt? Wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel außer? Wenn's ist EU-Austritt, weiß ich nicht einmal, dann vielleicht die Verfassung erneuern und, ja, dass wir überhaupt damit zu diesem Volksparlament kommen würden oder kommen könnten, ja. Und ich glaube, das sind bei uns mehr Steps als bei euch in Serbien unten notwendig. Ja, das glaube ich. Ich sage nicht, dass ich das Volksparlament nicht haben wollen würde, das sage ich nicht, sondern dass ich glaube, wir brauchen diese Vorbereitung. Wir brauchen Juristen, die sich da auskennen. Wir brauchen Juristen, die da sagen, ja, das und das müssen wir noch machen, um dann diesen Weg zum Volksparlament gehen zu können. Dass wir frei sind, dass wir souverän sind, dass wir wirklich dann auch unabhängig sind von den Besatzungsmächten, ja, wie Russland und USA, ja, dass man da mehr rauskommt und dass man das juristisch absegnen lässt mit der USA, mit Russland, ja. Das ist einmal, glaube ich, auch jetzt wäre der Zeitpunkt der richtige dazu, ne? Jetzt wäre so eine Zeitschiene, so ein Zeitfenster dazu, wo man sowas umsetzen könnte unter Trump und Putin, ne? Ist richtig. Die Möglichkeit dazu, ne? Wir kommen jetzt ins Wassermann-Zeitalter, das beginnt jetzt und jetzt ist die Zeit, Egos hinten anzustellen, jeder zusammenzutreten, was kannst du, wo bist du gut und endlich, und das predige ich jetzt seit Wochen, es geht jetzt ans Eingemachte und um die Sache und wer das noch immer nicht geschnallt hat und da immer noch einen auf dicke Hose und nein, mit dem mag ich nicht, weil das ist ein Gatekeeper und der ist der zuerst Manuel, probieren, wenn er einen Schaß baut, dann kann man immer noch entsorgen, oder? Vollkommen richtig, aber du machst jetzt einen Riesenfehler, das war nicht gendergerecht, was du gesagt hast. Das heißt Wassermann-Sternchen-Innenzeiten, ne? Ach so, ja, gendergerecht, Entschuldigung, ja. Also darf ich mich jetzt mal zum Gendern kurz äußern? Ich hasse es. Ich möchte trotzdem, wenn ich das höre. Ich weiß, ich bin eine Frau und jede Frau, die ein bisschen Selbstbewusstsein hat, die weiß das auch. Da brauche ich kein Innen. Ja, aber ich habe gerade eben was gesehen. Sie haben jetzt schon männliche Schweine gezüchtet, die Sie nicht mehr sterilisieren brauchen, kastrieren brauchen, sondern die werden so umgebaut, dass die Eber jetzt mit weiblichen Geschlechtsorganen kommen.
Das werden sie natürlich irgendwann auch bei den anderen ausprobieren, die sich umbauen lassen wollen. Das geht jetzt also schon genetisch. Ne? Klasse. Ja, der Fall der Nephilim. Der Fall der Nephilim. Die, die in Gottes Schöpfung eingreifen werden, werden irgendwann ganz übel enden. Es wurde eine Frage gestellt, die ich sehr... warte, wo war das? Ja, wie wir den Leuten jetzt erklären wollen, die noch nach wie vor an das große Narrativ, dass die Maskenmedien spinnen, wie wir denen erklären wollen, dass ihre Demokratie eigentlich keine Demokratie ist und Parteien Ende Gelände nicht mehr zeitgemäß sind, wie holen wir die am besten ins Boot? Das kannst du nicht. Diese Leute, die jetzt noch immer nicht begriffen haben, dass die Demokratie eigentlich ein Schein ist, denen kannst du es jetzt nicht machen. Du brauchst jetzt einmal im Großen die Leute, die was jetzt einmal schon sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht, ich bin da voll, nicht bei jeder Verschwörungstheorie, aber mit den meisten kann ich schon ein bisschen umgehen, ja. Das sind die Leute, die wir jetzt benötigen. Das sind die Leute, mit denen du was anfangen kannst und mit denen du arbeiten kannst. Die anderen, die was nur immer so, wir sterben so viele Leute. Keine Zeit verlieren. Du, die anderen fühlen sich auch in der Diktatur wohl, wenn es ihnen gut geht. Genau. Das ist vollkommen egal. Die laufen überall hin. Die rennen jedem hinterher. Hauptsache, der Fernseher läuft, das Bier läuft, Fußballspiel gibt es. Und abends kannst du am Wochenende dreimal über die Alte rüberwuppen. Das passt auch. Das ist kein Thema. Dann sind die glücklich. Dann ist die Welt für die in Ordnung. Die, ja. Und wenn die aufmucken sollen, in einer Zwischengangslösung. Wir werden eine Zwischenlösung brauchen hier. Ganz klarer Fall, weil du schaffst ja nicht, du kannst ja nicht was Neues installieren, ohne das Alte einzureißen. Ne? Da, wo das alte Haus steht, musst du erstmal mit dem Bagger rüber, dann ist eine Zeit lang da Sandboden, der muss planiert werden und dann muss da das neue Haus aufgebaut werden. Das heißt, in dieser Zwischenphase, wo der Sandboden da ist, das alte Haus abgerissen ist und die Maurer dann langsam ihr Material herantragen, damit sie ein neues Haus bauen können, musst du diese Baustelle absichern mit Leuten, die dafür sorgen, dass das da auch vernünftig aufgebaut werden kann. Und das bedeutet logischerweise eine Militärübergangsregierung. Ganz klarer Fall. Und ja, wer hat das jetzt noch? Das ist ganz wichtig. Du kannst den Menschen nicht jetzt dieses System wegnehmen, das jetzt vorhanden ist. Du brauchst den Plan für ein neues oder für ein System, das eigentlich wirklich grundsätzlich abgedeckt ist. Hast du das nicht, diesen Plan, ja? Nimmst du einer und sagst, ja, wir nehmen da das System weg, ja? Aber wir haben eigentlich gar nichts Besseres. Das heißt, jetzt heißt es, ransetzen, die Planung machen, was ist der erste Step, was ist der zweite Step, was ist der dritte Step, ja? Und dann kann einer sagen, okay, jetzt nehme ich da das System weg, ja? Und baue einfach das neue System, beziehungsweise gegen gleich auf. Jenny. Richtig, richtig. Warte kurz. Sie klammern sich an dieses Scheindemokratie. Das, ja, ich habe eh nur Demokratie und ich bin eh nur ein bisschen freier, ein bisschen der wie noch. Die klammern sich daran. Aber wenn du einer sagst, hörst du, das ist ein Scheißdreck, ich habe was viel Besseres. Und schau dir das an, was du dann alles haben kannst, was du alles machen darfst, wie frei du eigentlich wirklich sein kannst. Ja? Ich glaube, erst dann können Sie sich von diesem System, das nur Schein war, immer nur Schein war, lösen und sagen, okay, bevor ich dort bleibe, kann ich ja das Neiche ausprobieren, ja, und Sie gehen auf das Neiche zu. Gut, Jenny, total okay. Aber wir müssen, und wenn wir das hier in Europa uns anschauen, dann müssen wir erkennen, dass zuerst einmal Deutschland repariert werden muss und dann Österreich. Du kannst in Österreich doch gar nichts machen, weil jede Argumentation sich sofort auf Deutschland bezieht. Du musst einmal schauen, ich glaube, die Wahlen könnten theoretisch im März dort sein, ist nicht so jetzt aus mit unserer lieben Tante da drüben in Deutschland. Gibt es ja nicht neue Wahlen jetzt in der nächsten Zeit. Also hier müsste eigentlich dann eine Übergangsregierung, eine Militärregierung, das wäre das Einfachste überhaupt. Dann könnten wir in Österreich handeln. Wir können nicht von uns aus, aber ich möchte nur was sagen. Es gibt eine gute Vernetzung, die wir ja haben, weil wir in der Zwischenzeit in Wien wissen, dass die Ärzte, die Rechtsanwälte und die Richter auch verärgert sind.
Ja, wir haben den Belski zum Beispiel, den Dr. Belski kennen wir alle, bitte als guten Freund von uns, kann man ja wohl sagen. Und ist ein Bindeglied zwischen der, also der Gruppe der Denker halt, ja, sozusagen, und der Patrioten. Wir können das schon sehr wohl herstellen, das ist für uns kein Problem. Und das sollten wir vielleicht ein bisschen angehen einmal, ja. Oh ja, das ist. Ja. Ich glaube nicht, und das spüre ich einfach. Wir müssen auf gar kein Land warten. Jedes Land ist für sich selbst verantwortlich. Und das heißt, Deutschland kann es machen, Österreich kann es machen, Serbien kann es machen. Und jedes andere Land kann es machen. Nur müssen wir endlich in die Tat umspringen. Wir dann nicht immer nur blöd und dumm reden und sagen, ja, wir kämpfen und wir täten und wir machen, aber keiner macht irgendwas. Das heißt, hinsetzen mit gescheiten Juristen, sie zusammensetzen, die das wirklich... Das habe ich auch gemeint. Die wissen, was Person und was Mensch ist, weil das kennt fast keiner von den Juristen. Das ist ihnen nicht bewusst. Nein, Manuel, glaub es mir, ich habe mit sehr, sehr vielen Juristen in Österreich geredet. Die haben absolut keine Ahnung, weil sie nicht der Genfer Konventionen oder Abkommen unterrichtet worden sind. Sie wissen von dem ganzen Zeug gar nichts. Die einzigen, was sie wirklich wissen, sind Staatsanwälte. Die müssen das nämlich wissen. Und glaub es mir, ich kenne ein paar Menschen, die zurückgemeldet sind als Mensch, die nichts mehr kriegen vom Staat, ja. Und die selber gesagt haben, die Rechtsanwälte können die nicht vertreten. Kein Rechtsanwalt kann einen Menschen vertreten. Das kann er nur er selber kann sich vertreten. Und das Problem ist auch noch das zusätzlich, dass die Rechtsanwälte null Ahnung haben von diesem Personenmensch. Die kennen sie nicht aus. Die wissen das nicht. Die werden nicht unterrichtet in dieser Fraktion. Ja, das stimmt alles schon. Ein paar gibt es schon. Aber jetzt heißt es wirklich in die Tat umzuschreiten. Lasst uns Denkfabriken gründen, etc. Ja, gerne. Ja. Dann bin ich der Fabrikbesitzer. Ah, das ist eine Sache, die wir selber gründen sollten, die hat schon was auf sich. Also so ganz abwegig ist die Sache natürlich nicht. Ja. Wir müssen das und wir werden jetzt nach Serbien fahren, wir schauen uns das einmal an, kann man sicher einiges übernehmen, wie die Jenny richtig gesagt hat, nicht alles, weil wir müssen einmal aus diesem EU-Konstrukt raus, das ist einmal... Der erste Step, dann immer ein paar Schritte, aber der wichtigste erste Step ist für uns raus aus diesem Bürokratenstall, wo eine Bananengröße oder eine Glühlampe wichtiger ist als alles andere. Ich meine, da bist du deppert. Den Deep State können wir alle miteinander entmachten, trotzdem, glaub es mir, jedes Land für sich kann diesen Deep State entmachten. Schaut auch einen Russen, der Russ ist hergegangen und hat gemeint, der haut ihm aus. Fertig, Punkt, aus. Du brauchst kompetente Leute, die einfach jetzt einmal sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt ist aus und jetzt ist vorbei. Ja, der Orban hat ja auch gehandelt, nicht? Und hat den Soros der Tür gewiesen. Ja, nicht? Ja, ganz genau. Und der Rothschild, der hat Rothschild ausgehört und hat gesagt, schlecht sein. Ja, ruhig, aus. Ja. Das sind ja alles Figuren einer alten Ära. Wir kommen in ein neues Paradigma. Das sind ja alles Figuren einer alten Ära, die so und so abtreten. Also dann sollen sie mal gleich abtreten. Ausschluss. Nicht? Bringt ja nichts. Bringt überhaupt nichts. Aber wir sollten uns wirklich jetzt, das, was früher mal war und mit dem man früher Probleme gehabt hat, ist ja alles Schnee von gestern. Jetzt geht es nach vorne und ich hoffe, der Heinrich hat schon recht, es gibt ein paar Dummdödel, mit denen geht es halt gar nicht. Ja, okay, muss man akzeptieren. Die wird es immer geben. Ein paar so Trolle oder Störidioten, aber es werden sich trotzdem Gemeinschaften bilden. Natürlich wird sich das immer so in kleinen Kommunen einmal, ist es leichter, sich da Konzepte zu entwickeln. Aber lasst uns Denkfabriken gründen. Jede Kommune, jede Gemeinschaft soll das tun. Es passiert ja teilweise schon. Es ist richtig. Es ist richtig. Du musst eins wissen. Das System ist so perfide und hat viele Gruppen längst schon okkupiert. Nicht nur unterwandert, sondern komplett okkupiert. So, wenn du dich da mit solchen Leuten triffst,
Dann gründest du eine zentralistische eine Zentrale sozusagen, die sich austauscht. Und dann kannst du dir an fünf Fingern ausrechnen, wer letztendlich gewinnt in dem Fall. Das ist das Problem. Du hast viele Fallspieler. Ein Riesenproblem. Ja. Also gerade hier in Deutschland. Gerade hier in Deutschland ist es mit den Fallspielern das ist extrem. Überall. Glaubst du, die gibt's, hupfen nur bei euch umeinander, die Wappler? Die gibt es ja bei uns auch. Aber und die musst du aussortieren. Die musst du irgendwie. Das ist ein Wiener Begriff, bitte. Wappler ist ein Wiener Begriff, den kennt der Deutscher gar nicht. Ja, ich Akademiker, ich liebe es, im Kronoslang auszupacken. Wenn du mit denen ins Brainstorming gehst, ja, dann kannst du es gleich lassen. Das heißt, du musst vorher da erstmal klar Schiff machen. Wer meint es wirklich ernst? Was ist, wenn wir ein Volksbegehren machen würden, wer für den Austritt der EU wäre? Gab es ja schon immer wieder ein paar. Das Problem ist, die faken ja die Zahlen. Die schreddern ja dann aber wenn wir das übernehmen und das per Schriftstück machen und wirklich auf die Straßen gehen und wirklich vertraute Menschen da das unterschreiben lassen, ja, dann können die keine Fake-Zahlen mehr schicken. Und wenn wir dann, weiß ich nicht, 5 Millionen Unterschriften haben, dann haben sie diesen hier, ja. Ist so. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen, die Selbstverantwortung übernehmen und sagen, okay, passt, und jetzt gehen wir hin und machen das. Richtig, Häuser abklappern, da muss aber in jeder Gemeinde, warte, lass mich das kurz, Nikola, richtig, dann gehen Nachbarn abklappern in die Kommunikation, also wie ein Politiker eigentlich, wie so ein kleiner Bezirksrat agieren, ein unabhängiger, parteiloser, mit dem Nachbarn einmal und so reihenweise die Leute abholen, und unterschreiben richtig und sobald du das hast, aber das wird dauern. Und da brauchst du eine Organisation und diese Organisation und Struktur zu bilden, bedarf es einmal ein paar Leute, die den Anfang machen und das fehlt halt dabei noch. Drum lass uns das beginnen. Genau. Auf in die Welt. Alle reden immer rum. Wir kennen alle die Probleme schon seit 10 Jahren, aber es passiert nichts, das stimmt. Wir kennen aber auch die Probleme, wenn wir uns so in einer Art Schwarmintelligenz zusammenfinden, gibt es mal mindestens ein paar Prozent, das sind der Geheimdienst, der sich da einmischt, ja. Der Heinrich hat das ja gesagt. Dann gibt es die Monarchen, aber ich werde was sagen, ja. Wenn ich einen Übertopf nehme und sage, wir sind Patrioten, da kann ein Monarchentyp auch dabei sein. Ja? Er hat ja nicht die Mehrheit. In einer Schwarmintelligenz zählt immer die einfache Mehrheit. Ja? Ne? Ganz einfach, das kannst du nicht verhindern. Ist das richtig, was ich sage? Ja? Wenn heute, wir reden von 17 sogenannten Ministern beispielsweise, da kann einer für die Monarchie sein, der andere kann sein für die Demokratie, der andere kann sein für irgendwas, aber die Mehrheit muss sie durchsetzen. Ja? Mir ist doch völlig wurscht, ob der jetzt Monarch ist. Also ich bin kein Monarchenfreund natürlich, aber ich verstehe natürlich, um was es da drin geht in Deutschland. Das ist mir schon klar. Nicht? Das ist keine Frage. Ja, es geht um einen entscheidenden Moment. Wir reden vom Friedensvertrag. Nun stelle ich euch mal die Frage, wer kann denn Deutschland den Friedensvertrag unterzeichnen? Das ist ja die entscheidende Frage. Also die BRD-Politiker können alle keinen Friedensvertrag unterzeichnen, weil dieses Nachkriegsbesatzungskonstrukt ja gar nicht im Krieg war. Ne? Also das ist schon mal der erste Fakt. Dann die Frage ist, welches Konstrukt war denn im Krieg mit dem Deutschen Reich? Welches Konstrukt waren es? Waren es die Amerikaner oder war es die US Corporation? Bei der Russischen Föderation sieht es ja aus, durch die Änderung seiner Verfassung sind sie ja jetzt im Prinzip Rechtsnachfolger der Sowjetunion geworden. So, war das Deutsche Reich im Krieg mit der Sowjetunion? Also das Kaiserreich? Nee, es war im Krieg mit dem Zarenreich. Das heißt also, der russische Schritt muss noch einen Schritt weitergegangen werden, damit wir juristisch überhaupt jemanden haben, der mit dem Deutschen Reich einen Friedensvertrag abschließen kann. Ja, weil 1917 war eine bolschewistische Revolution und hat das Zarenreich beiseite geschoben. Und dann gab es ja diesen Scheinfriedensvertrag wie heißt der Ort da? Komme ich jetzt nicht drauf?
Nee, Versailles ist ja hinterher, ist ja, es gab ja Brest-Litovsk, genau, der Brest-Litovsk. Ist ja auch nicht richtig alles. Also juristisch betrachtet, nach Völkerrecht ist das alles Killefit, was da gelaufen ist. Das heißt, du musst es, im Prinzip musst du die Partner, die mit dir damals wirklich im Krieg waren und nicht die Corporations, die heute da sind, sind alle nicht zeichnungsberechtigt. Das ist ein Riesenproblem. Und scheint mir jetzt auch, wenn wir jetzt mal wieder den Blick auf Amerika, wir wollen ja eigentlich Frau Dora und die Geschichte Neues aus den USA reden, wir sind jetzt hier bei, das scheint mir der Grund zu sein, warum Trump zur Erreichung des Weltfriedens im Prinzip die Corporation einreißen will und wieder die wirklichen United States, man muss ja unterscheiden, US ist was anderes als USA. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Und das Militär gehört der Corporation. Es ist US. Ne? Vor jedem Schiff steht US, eine Enterprise, US. Ne? So, und die Corporation sitzt in DC. So, und wenn das eingelassen wird, dann müssen wir eigentlich. Transformationsprozess. Und da gibt es noch das Riesenproblem. Mit dieser, das ist auch ein Thema, was wir haben so viele Baustellen, aber das US-Konstrukt ist ja dann auch nur in Wahrheit wieder ein Teil von British Empire und von einer Gruppe, die halt da irgendwann einmal so ein Land besiedelt haben da unten. Ihr wisst ja, wen ich meine. Ne? Jein, sie haben ja, die Amerikaner haben 1776 ja die Unabhängigkeit gemacht und sie waren ja, danach waren sie ja eine Zeit lang souverän, dann wurden sie wieder eingecashed. Dann haben sie sich wieder ein bisschen frei gekämpft. Dann kam der Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg hat sie wieder an die Kette genommen. Durch die Hochverschuldung sind sie wieder an Bank of England verfallen sozusagen. Und dann haben sie sich wieder frei gezappelt. Und dann kam Woodrow Wilson mit 1913 mit dem Federal Reserve Act. So, und da waren sie wieder im Arsch. Genau. Weil es ist nämlich da gerade gestanden, Friedensvertrag, da wir ja eigentlich grundsätzlich alles, ja wurscht, ob Österreich oder Deutschland trümmern, wir im Handelsrecht sind und so weiter und das ja eigentlich alles Firmen sind. Österreich ist eine Firma, es sind die ganzen Regierungssachen sind Firmen, es ist alles, was besteht, eine Firma. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man vielleicht einmal schaut, dass man gewisse Verträge kündigt und rauskommt aus diesen Verträgen. Ja, je mehr Verträge man ablegt, umso freier und souveräner wird man oder wird dieses Land dann auch. Ja. Nikola? Wir haben das geregelt beim Parlament. Und zwar, wir haben alle Verträge, die gegen den Staat, Serbien bzw. Gegen das serbische Volk waren bzw. Schaden getragen haben durch diese Verträge, einfach den Vertrag aufgelöst, ganz einfach. Und wir haben da abgestimmt und somit sind die Verträge ungültig. Das ist also ein typischer Fall, dass man im Nach also Ostblockstaaten Day After danach ja gemacht hat, ja, also man geht über Gesetze drüber, ne, und sagt, ich nehme das nicht mehr zur Kenntnis, was früher vereinbart wurde. Und das kann jeder Staat in Wirklichkeit machen. Es ist auch in Deutschland genauso möglich wie in Österreich, das ist gar keine Frage. Es muss nur wer da sein, der es macht. Ja. Aus. Amerika setzt sie über alles hinweg. Warum können das wir nicht auch? Also was soll das? Es wird hier im Chat gepostet, dass Eilmeldung der Insurrection Act unterzeichnet worden wäre. Ich finde aber dazu gerade überall nichts eigentlich. Gibt es eine Quelle dafür? Chrissy Wood? Achso, ich habe das auch gelesen. Aber das habe ich nur gelesen, ja, ich kann nicht mehr sagen dazu. Ich finde dazu nichts. Nein, ich finde auch nichts. Das ist halt bei Intel gestanden, das ist richtig, ja.
Es sind ja auch viele, also ich habe mich da ein bisschen beschäftigt mit dem Ganzen, es sind auch viele Nazi-Gesetze noch gültig bei uns in Österreich. Zum Beispiel das Personenstandsgesetz, ja, also Meldepflicht und so weiter, dass man da nicht eventuell vielleicht da irgendwie ankommt und dass man da sagt, gut, okay, diese Rechte müssen einfach komplett außer Kraft gesetzt werden. Und ich glaube auch, dass man da dann irgendwie ran an die Verfassung kommen könnte. Weil es ist nämlich, glaube ich, wichtig, dass man die Verfassung wieder erneuert und wirklich eigentlich stabilisiert für das Volk, dass man eine Grundlage schon hat. Ich bin jetzt nämlich nicht so eine, die sagt, die will gar keine Gesetze mehr haben, sondern ich will wirklich stabile Gesetze haben, die was wirklich für jeden Menschen gleich zählen und für die Menschen eigentlich auch eine Sicherheit bieten, dass einer das und das nicht genommen werden kann. Ja, wenn ich den Koffer kommt, der meint, ich muss das jetzt nehmen. So wie es jetzt ist gerade, weil schaut euch auch Verfassungsrecht, ja, in der Verfassung von 1918 steht drinnen, eine Versammlung, ja, muss nur angezeigt werden. De facto kann sie nicht abgelehnt werden, ja, oder untersagt werden, ablehnen und untersagen ist genau dasselbe. Oder sie kann auch nicht genehmigt werden. Das heißt, wenn eine Versammlung stattfindet oder angezeigt wurde, dann hat sie stattzufinden, ja. Und so setzen aber diese Rechte, die ja eigentlich schon getroffen worden sind für die Menschen, immer wieder außer Kraft. Und keiner weiß, aber keiner befasst sich mit seinen Rechten. Und das ist nämlich die Selbstverantwortung, in die wir eigentlich alle eingehen müssen. Ja, wir können nicht immer sagen, ah, ich rufe jetzt einen Rechtsanwalt an, ja, sondern ich muss mich mal selber damit befassen, weil die Rechtsanwälte wissen es ja oft selber nicht einmal, ja, dass viele Gesetze eigentlich noch von der Nazi-Zeit sind. Und da sind sehr, sehr viele noch drinnen. Kirchensteuer, was hat das noch verloren bei uns, ja? Was hat das verloren? Ja, das gehört verboten, sowas, ja? Und auch diese ganzen unnötigen Steuern, die wir haben, CO2-Steuer, ja, dann Steuer für das, dass ich arbeiten gehe und Steuern zahle ich Steuern. Ich meine, das ist ja absurd, total. Wenn du an Pension bist, wie ich, zahle ich Lohnsteuer. Wie kann ich Lohnsteuer zahlen, wenn ich in Pension bin? Erklärst du mir das? Liebe Freunde, wir haben jetzt so viel besprochen und ich glaube, wir machen jetzt einmal einen Schnitt. Und weil das für viele jetzt so viele Inputs waren, also von den Zuschauern, und ich würde sagen, jeder lässt es einmal sagen, auch ihr, liebe Zuschauer, und wer Ideen und Inputs hat, schreibt uns. Lasst uns noch enger vernetzen. Das ist ganz wichtig. Ja? Und ihr, der ich möchte ja nur sagen, ich verspreche, dass wir da das nächste Mal die serbische Grundlage, dass wir das reinstellen und dann auch vielleicht ein bisschen andiskutieren, wie wäre das für Österreich, wie könnte sowas für Österreich, das macht vielleicht Sinn, oder auch für Deutschland, Entschuldige. Ja, wir haben ja, Schwerpunkt ist bei uns Deutschland, Österreich natürlich, das ist gar keine Frage. Ja, dann würde ich sagen, wir belassen es, wir sind bei einer Stunde 40. Ich habe jetzt geschaut, die amerikanischen Maskenmedien feiern da natürlich den Polizisten ab und so, es ist ja alles nur noch eine Realsatire sondergleichen und Frau den Herrn Harris und etc. Ja, und Impeachment gegen Trump natürlich, bla 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 bla. Du, aber ganz normal, die Titanic war schon am Singen und die Band hat immer noch gespielt, ne? Genau, die Band ist weiter. Und wir werden es aber auch weiterspielen. Ich wünsche euch allen einen guten Abend. Und wie gesagt, nehmt es ernst. Ihr habt sicher auch gute Ideen da draußen, sind ja unsere Zuhörer nicht die dümmsten, sind ja auf unserem Level in der Regel. Und lasst uns mehr setzen und in die Tat jetzt gehen. Nicht immer nur konsumieren, sondern jetzt auch handeln. Das ist mein Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gesegnete Nacht. Und Heinrich, am Mittwoch bist du dabei? Mittwoch bist du wieder da, Heinrich. Aber du auch, Nikola. Bist du eh gesund? Dann sehen wir uns. Der Nikola
ist gerade im Schlafmodus, egal. Ich verabschiede und mit Good Times, denn die werden kommen. Okay. Namaste. Musik, ne? Schönes Fender Rhodes. Jetzt fällt doch die Verfiegsauer. Thank you.